Tradition pflegen, aber mit dem Zeitgeist leben. Also das Unternehmen gibt es seit 126 Jahren. Der Firmensitz war immer in Werfen. Ich bin die vierte Generation. Ja, ich bin Hutmacher geworden, weil ich in der Modeschule damals ein Praktikum machen habe müssen beim Herrenschneider in der Linzergasse. Und der hat mir erzählt, dass er früher bei den Festspielen gearbeitet hat und Kopfaufbauten und Hüte gemacht hat. Und dann hat es halt in meinem Kopf einfach so Klick gemacht. So, das sind halt solche Ereignisse, die was nicht so einfach mal so passieren. So, ich habe selber nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Aber das war halt eben so ein Moment und dann habe ich gewusst, okay, ich möchte Hutmacher werden. Wenn das Produkt oder der Hut dort liegt, dann darf ich nicht daneben stehen, aber man muss sehen, dass es ein Zapfprodukt ist. Also im ersten Schritt nimmt man das Rohmaterial, den Stumpen, gibt es dann in diese Greifmaschine sozusagen, die was diesen Hut rundum greift und dann quasi den Hut in die Grundshape mal bringt, um ihn dann leicht aufziehen zu können. Danach geht es zu diesem Wassereimer, der mit heißem Wasser gefüllt ist, dass sie die Fasern öffnen, dass er dann leichter zum Aufziehen ist. Direkt anschließend wird er eben durch diese Walze gepresst, dass das restliche Wasser rauskommt. Dann wird er auf die Farben draufgeben, davor natürlich in Dampf, dass sie die Fasern öffnen, man kann den Hut dadurch ziehen. Ist natürlich relativ warm am Anfang, aber man bildet dann nach einiger Zeit eine Hornhaut auf die Finger und das härtet dann halt ein bisschen ab. Und danach nimmt man sich diese Schnüre und bindet den Hut damit ab. Da gibt es eine große Schnur und eine kleine Schnur. Die große Schnur ist für den unteren Teil, eben wie vorhin schon erwähnt, das Rastel. Und die kleinere Schnur ist für den Kopfteil und somit formt man dann quasi diesen Kopfteil und Rastel. Das ist die Plattiermaschine. Das ist im Prinzip das gleiche Schema wie den Hut händisch aufzuziehen. Nur, dass man halt einfach keine Schnüre hat. Man hat jedoch eben eine Kopfform. Die gibt man in diesen Hut rein, der schon vorgezogen ist und schon mal wieder eine Grundshape gibt. Danach wird dieser vorgefertigte Hut mit der Kopfform in diese Plattiermaschine reingegeben. Mit Dampf werden die Fasern wieder geöffnet, der Deckel wird zugemacht, die Platten sind natürlich heiß dazwischen, somit formt sich dieser Hut perfekt vom Rand her, perfekt gerade, die Kopfform wird reingepresst und danach dieses Teil, was dann aufgezogen wird, ist quasi die Luft, die dann das Ganze wieder aushärten lässt. Das ist jetzt quasi die Abschneidmaschine. Da ist wieder eben diese Karte mit dem Modellnamen. Da schaut man dann nach, auf wie viel Zentimeter man die Randbreite einstellen muss. Heißt, auf diese Randbreite wird dann der Hut abgeschnitten. Danach wird ein Ring drauf gegeben und dann arbeitet die Maschine eigentlich so gut wie von selbst. Also für mich war am Anfang eigentlich alles schwierig, weil ich es noch nie vorher gemacht habe, irgendwie logisch. Aber grundsätzlich kompliziert sind jetzt die Schritte nicht.
man kommt bei allen Arbeitsschritten eigentlich nach der Zeit rein. Also es wird produziert hauptsächlich nicht mehr in großen Massen, weil halt die Nachfrage nicht mehr da ist. Es gibt immer weniger Hutfachgeschäfte. Ja. Viele Textilgeschäfte führen einen Hut als Accessoire mit, aber es gibt wenige Geschäfte, wo das Hauptprodukt der Hut oder die Kopfbedeckung ist. Also man müsste wieder so einen Trend schaffen, was jetzt nicht so unrealistisch ist, sage ich mal. Seid ihr da, bin ich schaue halt selber, dass ich halt ein bisschen Wind reinbringe, weil sonst wird das nicht mehr lang gehen in meinen Augen. Weil ständig dieses gleiche Schiene fahren und Ding ist schön und gut, aber es wird nicht lang funktionieren. Und finde ich gut, dass alle da in der Firma sehr offen sind dafür und dass man da halt auch seine Ideen reinbringen kann. In meinen Augen muss man sowas auch machen, auch offen sein für neue Sachen, weil sonst wird es den Beruf als Hutmacher nicht mehr geben. Wir haben in Salzburg zum Beispiel einen Shop draußen. Da hat man etliche Auswahl an Modellen und kann somit die Farbe, die Qualität, die Garnierung, den Verschluss, alles besprechen. Also wir schauen, dass wir da halt auch von den Farben her, von der Saison immer mit dabei sind. Von den Formen, wie gesagt, dass man es halt auch auf der Straße tragen kann. Wir bringen keine Produkte her, die was man nicht selber tragen wird. Also es ist einfach meine Leidenschaft, so, ich mache das halt gern, es hat sich über die Jahre so entwickelt. Von dem her stecke ich da einfach 110% rein und ja, meine oberste Priorität ist immer, wenn ich einen Hut herstelle, dann möchte ich, dass dieser Hut auf der Straße getragen werden kann und auch wird. Also, wenn du jetzt irgendeinen Hut machst, der was dir selber nicht gefällt, wirst du ihn schwer verkaufen.